Hypebox Andre. Schaut da aus. I couldn't give you a warning, but I felt it all over me. I hope you come where I'm going. Ja, jetzt sind wir im Zug von Hamburg nach Innsbruck. Leider nicht in einem Liegewagen, wie ich mir erhofft hatte, sondern in einem Sitzabteil. Aber wir können das ein bisschen ausziehen und werden das Beste daraus machen. Hoffen, dass wir ein bisschen Schlaf finden können. Ich habe immerhin eine Nachtbrille mitgenommen. Jo. Von daher wird es schon irgendwie gehen. Auf geht's. Auf geht's. Ja. Die Sill in Innsbruck. Kleines Bad. Das war ja schon schön, weil hier haben wir 25 Grad jetzt schon. Es ist 5 vor 10. Um 11 geht es weiter von Innsbruck. Richtung Tirol und dann Garmisch-Partenkirchen. Schön herrliche Kulissen da hinten mit den Bergen im Hintergrund. Sehr schön. In Tirol und jetzt geht es Richtung Garmisch-Partenkirchen. Einmal schon umgestiegen, hat super geklappt und wir sehen schon die tollen Berge hier überall und sind etwas aufgeregt. Noch liegen die Gipfel so ein bisschen im Dunst, aber es ist warm draußen und ja, jetzt freue ich mich erstmal auf Garmisch-Partenkirchen und dass wir den Tag noch Zeit haben, Garmisch-Partenkirchen Frische trinken, bevor wir uns auch erstmal alles hier angucken, wo wir morgen hin müssen und ja, unser Zimmer sehen. Es geht vom Garmisch-Partenkirchen mit der Bahn hoch
gezogen. Ja. Wie heißt die Hütte hier? Alle geil, guck mal, die Springschanze, ne? Stadion. Geiles Ding. Eckbauer. Eckbauerbahn. So geil. Alles gut. So, sind wir hier schön oben eingekehrt in der Hütte und genießen den schönen Spätnachmittag hier. Und hier geht es denn schon, wo die Zugspitze ist. Müssen wir mal jemanden mal fragen, wenn ich hier schon wählen kann. Die kleine Bahn, ey. Drei Bahnen. Nee, vier. Ja. Hä? Die ganz kleine da. Du fängst du an, oder hast du einen Schiss, ey? Hä? Herrlich, erstmal vorlesen. Ach. Nein, ich bin da. Ja, na gut. Ja. Lass mal gucken, hier schönes Sporthotel. Du Ritt. In Garmisch. Herrlich. Ein schöner Tag geht zu Ende. Eine schöne Fahrt mit der Gondel und ein schöner Saunaabend und ein schönes Essen geht es zu Ende. Und morgen geht es nach dem Frühstück dann um 10 Uhr zum Ski-Olympiastadion und von da aus geht's los. Richtung Zugspitze.